Okay, es gab erst die Explosion und dann wurde das Ding zur Schleuder. Zu den Schränken hier rüber. Nach der Explosion hat das Pferd gebockt und ihn darüber geschleudert. Okay, einen Versuch mache ich noch. Jetzt passt mal auf. So. Der kam auf jeden Fall durch den Strom um. Der hier. Genau, der ist im Wasser gerutscht. Dann ist das Teil hier ausgelöst. Und hat das Ding hier gekappt. Woraufhin... Na. Der hier. Und der hier. Und das hier und das hier. Der hier. Der hier. Der hier. Dann Saft. Und dann der. Ach, was ist mit dem eigentlich? Ach, verdammt. Irgendwas fehlt noch. Scheiße. Den hier vergessen. Der muss nochmal weg. Der muss nochmal weg. Mal. Der muss nochmal weg und der muss nochmal. Na, komm. Weg. Und der muss nochmal weg. Und der hier vielleicht nochmal. Er ist ein bisschen. Na, sag mal jetzt. Ein bisschen nach hinten fällt's. Nein! Erst dat. Dann dat. Dann dat. Dann dat. Ditte hier, der ist ausgewichen. Jetzt ist er da reingeknallt. Die Lampe ist umgefallen. Und der ist elektrifiziert worden. Ich sollte mehr auf die Details achten. Ich komme nicht drauf. Ich komme einfach nicht drauf. Ich denke, ihr seht es mir nach, oder? Ich möchte eigentlich... Komm, ich will die Lösung sehen. Ach so, der kam gar nicht durch den Strom. Na super. Fertig. Na toll. Die Vollbremsung der Wartungskutsche löste das Desaster aus. Aber die Laterne fiel erst am Ende um. Warum hielt die Kutsche also an? Fragen über Fragen. Mr. Holmes? Ja. Oh, mein armes Bein. Was halten Sie von diesem Unfall, Holmes? Was ich von dem Unfall halte? Nicht sonderlich viel. Welche Kutsche hielt als erstes an? Das war doch die hier drüben jetzt hier, ne? Oder um die geht's doch gerade. Steht hier. Wartungskutsche ist mitten in einer Wasserpfütze zum Stehen gekommen, aus unbekannten Gründen. Ja, ich dachte halt eben, dass die hier stehen bleibt wegen dem Strom. Weil das Pferd sieht ja ziemlich tot aus, ne? Oder hatten wir einen Scharfschützen, der das Pferd erledigt hat? Was für ein Desaster. Na gut, das hatten wir ja schon. Ich dachte vielleicht... Oh, was haben wir hier? Genau, Schalt... gute Idee, erstmal den... Strom weg, genau. Weil ohne Strom können wir da vielleicht auch ein bisschen besser untersuchen. Aha. Tätowierung. Eine Tätowierung. Vermutlich von einer Bande. Rasko. Rasko, den kenne ich. Ein Kleinkrimineller hier aus der Gegend. Okay.
Schmutzige Stiefel, übelriechender Matsch. Aha. Blut? Nee, Lakritze. Klebrige Lakritze. Okay, hier auch in der Hand wahrscheinlich. Nee. Dieser Mann starb an einem Stromschlag, wie man an den Spuren auf seiner Hand sieht. Okay. Ein Lösungsmittel. Ein Stück Stoff voller Lösungsmittel. Ein Lösungsmittel. Ja, warum ist hier das Ausrufezeichen da? Ein Lösungsmittel. Ein Stück Stoff voller Lösungsmittel. Okay, der wollte irgendwas putzen. Ein Presslufthammer. Ist hier vielleicht eine Bank in der Nähe? Ich verstehe das Ausrufezeichen noch nicht so ganz. Ja, das hatten wir ja schon. Aber das Ausrufezeichen... Matsch. Riecht streng. Okay, okay, okay. Der Hydrant wurde aufgedreht. Ja. Was haben wir hier vorne noch? Ah, da ist der Kutscher. Na, 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 na. Lauf doch nicht davon. Gleiche Tätowierung am Hals. Revolver. Er war mit einem Revolver bewaffnet. Webley, denke ich. Lakrit. Nein, auch Stromverbrennung, okay. Auch Dreck am Stecken. Ha. Huh. Ist frisch lackiert. Okay, deswegen ist... Ah, das Lösungsmittel vielleicht. Deswegen den Lack von der Hand wegzuwaschen oder so. Hm. Ein Lösungsmittel. Ein Stück Stoff voller Lösungsmittel. Komme ich immer noch nicht klar drauf. Haben wir hier innen noch mehr, was wir sehen können? Nein. Hier außen ist auch nichts mehr. Den Typen haben wir ja. Komm schon, irgendwas übersehe ich doch. Ah, warte mal. So. Unter der Farbe hier steht etwas geschrieben. Aha. Das könnte wichtig sein. Ich muss diese falsche Farbe irgendwie abbekommen. Lösungsmittel. Was? Kommt er jetzt dahin? So, wischen wir das mal weg hier. So, Underground Electric Railways. Und dann hier unten noch Company of London. Da haben sie den vermutlich geklaut, hä? So. Underground Electric Railways Company of London. Wasser, etwas in der Pfütze, Kabel. Unter diesem Kanaldeckel hier sind Stromkabel angebracht. Aha. Ort der Fallenauslösung finden. So. Da lief das also doch wegen dem Strom so ab. Nur... dass die Laterne nicht der ursprüngliche Stromauslöser war. Jetzt hier mal hoch vielleicht, ja. Ich glaube, da kommen wir aber nicht weit, oder?
Ach doch, hier geht's weiter, das Kabel. Und hier geht's rein, das Kabel. Ach ja, wie ging das denn nochmal? Ach, jetzt müssen wir hier mit drei Dietrichen, Alter. Okay, pass mal auf, wir müssen... Okay. Nerven behalten. Wir müssen... ich probiere erstmal den ganz großen. Ja, das war ja schon mal nicht schlecht jetzt. So. Der hintere... Jetzt muss vorne höher als hinten, ne? Okay, dann tun wir den mal wieder weg. Vorne höher als hinten. Dann könnte der hier passen. Ah, ein bisschen zu stark. Hinten ein bisschen höher, vorne ein bisschen weniger hoch. Okay. 4-1, dann machen wir doch mal... 3 halbe. Gibt's das? Gibt's 3? Ja, eins tiefer. Den hier. Nein. Das sag ich doch. Läuft, Baby. So. Aha. So einen Apparat habe ich noch nie gesehen. Ja, das sieht mir schwer nach einer Spule irgendwie aus. Okay, ich muss irgendwie, glaube ich, beide Spulen aktivieren, oder? So mache ich beide aus, nehme ich an. Ne, so passiert gar nichts, okay. Dann tun wir das doch so tun. Der Stromschlag, der die Kutsche in Mitleidenschaft zog, wurde hier ausgelöst. Das heißt ja auch... Von hier aus kann ich die Wartungskutsche gut sehen. Das heißt ja auch, dass... Sollte das so geplant gewesen sein, dass die Straßenlaterne dann den angeblichen Auslöser spielt, hat der Typ, der da in die Schränke reingerauscht ist, bestimmt was damit zu tun. Gesetze sind nur Schall und Rauch. Frauen dürfen nun in der Öffentlichkeit rauchen, so wurde vor Gericht entschieden. Heute urteilte Magistrat Cox. Es ist keine Straftat mehr, wenn eine Frau in der Öffentlichkeit raucht, zumindest nicht in London. Daraufhin sprach er Mary Towson, Edna Custer und Elsie Watkin frei, die vor kurzem wegen Rauchens auf dem Trafalgar Square verhaftet worden waren. Aha. Ich verstehe. Oh, hier ist Wein. Billiger Chateau-Wein. Oh, Überraschung. So, mein geschultes Auge kann hier leider nichts mehr entdecken, oder? Erstmal zumindest. Schauen wir mal wieder raus. So, was müssen wir tun? Was haben wir hier? Genau, die zwei in der Wartungskutsche. Okay. Finden Sie heraus, was denn... Teilen Sie dem Constable... Ah, okay. Constable müssen wir mal Mitteilung machen. Holmes, da sind Sie ja. Ich habe eine Theorie zu diesem Unfall. Schön, aber das hier war Mord. Was? Was?
Dann sind Sie ein Mörder, was? Sie sind ja verrückt. Sind Sie sicher, Holmes? Ja, Mord und Unfall. Der Mörder hat das Chaos ausgelöst, indem er die Kutsche unter Strom gesetzt hat. Daher ist dieser Massenunfall nun unsere große Chance. Große Chance? Auf was denn, Holmes? Der Täter konnte das Ganze unmöglich vorhergesehen haben, richtig? Und dank des schnellen Eintreffens der Polizei könnte er sich noch hier aufhalten. Ich sehe 5 Männer, die in Frage kommen. Werfen wir einen Blick auf die Karte. Ja, brauche ich nicht auf die Karte gucken. Ich weiß, wer es war. Der hier war es nicht, der hier war es ganz klar, eigentlich. Aber was soll ich denn jetzt? Gefundene Verdächtige. Der möchte nicht mit mir reden? Ah, warte mal. Irgendwas mit RB? Vielleicht auf der... Karte vielleicht mit RB? Nee. Hier, RB. Was soll mir RB hier helfen? Ja, das Kabel kenne ich ja schon. Laufe ich mal ganz kurz ein bisschen hier rum. Ah, halt, warte mal. Nicht verletzt beim Unfall, nicht sehr nah bei der Wohnung, könnte absichtlich in die Schränke gefahren sein, Kutschenfahrer. Das ist meine Vermutung, eben, dass er absichtlich da reingefahren ist. Nah bei der Wohnung könnte den Hebemechanismus absichtlich ausgelöst haben. Fahrer des Karren wurde bei Unfall verletzt. Ja gut, den Hebemechanismus vielleicht, aber alles andere war ja dann sehr, sehr großer Zufall. Er könnte ein gewöhnlicher Passant sein, nicht sehr nah bei der Wohnung. Den haben wir. Den haben wir noch nicht. Sehr nah bei der Wohnung, nicht verletzt beim Unfall, könnte ein gewöhnlicher Passant sein. Ja, sehr nah bei der Wohnung, in idealer Position, um den Platz zu beobachten. Hiesiger Arbeiter wurde beim Unfall verletzt. So, und einer fehlt uns jetzt noch. Wo fehlt uns denn noch einer? Irgendwo muss noch einer rumlungern. Den haben wir. Der Tote kann es nicht sein, ne? Nein. So, den habe ich. Den habe ich. Der hier vielleicht? Ne, das ist ja mein Kutschenfahrer. Der ist definitiv nicht schuldig. Irgendwo muss noch einer sein. Ich mache mal ganz kurz alle wieder in Farbe und bunt. Wo ist denn noch einer? Wo ist denn da noch einer, bitte? Also, Entschuldigung, ich bin bestimmt schon 1000 Mal vorbeigelaufen, aber den hat... Ist hier? Nee, das ist ein Blumenhübel. Soll denn da noch einer sein? Außerhalb? Ja, die sind alle zu weit weg. Die sind definitiv nicht verdächtig. Die hier sind tot. Den habe ich schon, ne? Ja. Den haben wir. Watson war es sehr wahrscheinlich nicht. Ist der in der Wohnung vielleicht noch irgendwo einer drin? Ich guck nochmal rein. Das Baby war's. Definitiv. Aber hier ist ja auch keiner mehr drin, ne? Nein. Wo ist der 5. Verdächtige? Wo
ist der fünfte Verdächtige, Freunde. Ich finde ihn nicht. Ich habe keinen Dunst, wo der sein soll. Der ist tot. Der kann es nicht sein. Der ist auch tot. Der kann es ebenfalls nicht sein. Okay, hier ist auch keiner. Der hier... Ah doch, der hier. Okay. Hä, war ich bei dem nicht schon?